Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blende 8. Mein Name ist Thilo Gockel. Ich bin Fotograf und Fachbuchautor. Hab gerade mit Galileo das neue Blitzbuch rausgebracht. Und ein Inhalt im Blitzbuch ist, wie kann man schöne Foodfotos auch im Restaurant, also unter sehr schwierigen Bedingungen aufnehmen. Und das wollen wir Ihnen heute mal zeigen und befinden uns dazu in der Sushi-Bar in Aschaffenburg. Vielen Dank an die Sushi-Bar, dass wir hier filmen dürfen. Und im Anschluss zeige ich Ihnen, wie man auch unter diesen Bedingungen, suboptimalen Bedingungen, schöne Foodfotos zaubert. Wenn Sie im Restaurant sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie wie hier wunderbar angerichtetes Essen präsentiert bekommen. Und das möchten Sie vielleicht auch fotografieren. Und der erste Gedanke wird sein, einfach mal die Kamera auf Vollautomatik zu stellen und einfach mal ein Bild zu machen. Mache ich mal für Sie, schauen wir uns gemeinsam an. Es ist nicht schlecht, aber es kann noch viel besser sein. Es ist deshalb nicht schlecht, weil die Lichtrichtung nicht stimmt. Die Lichtrichtung stimmt nicht und die Lichttemperatur stimmt nicht. Abgesehen davon musste die Kamera für dieses Foto bei diesem schwachen Umgebungslicht auf ISO 2500 gehen. Jetzt sagen Sie bestimmt, kein Problem, ich habe ja einen Blitz dabei und stecken den Blitz auf die Kamera. Ich mache das auch mal. Ich habe die Kamera immer noch im Vollautomatikmodus, das ist bei Canon dieses grüne Rechteck. Und habe den Blitz im Moment auf TTL, also auch Vollautomatik, und lasse den mal gerade auszeigen und mache noch ein Bild. Jetzt hätte man ja die Hoffnung mit künstlichem Licht, jetzt wird die Lichtsituation sicher besser, aber das Gegenteil passiert. Durch dieses harte Blitzlicht, durch diese kleine Lichtquelle und durch die Lichtquelle entlang der optischen Achse erzeugen wir sehr kurze, sehr harte Schatten. Und jetzt die Frage, wie kann man das verbessern? Wenn Sie dem Problem begegnen wollen, dem Problem des zu harten Blitzlichtes und des falschen Blitzlichtwinkels, dann können Sie einfach den Blitz von der Kamera lösen und von der Kamera, von der optischen Achse entfernen. Das nennt man entfesseln. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird der Blitz jetzt angesteuert oder angebunden? Und dafür gibt es diese Funkmodule. Ich habe hier Funkmodule von der Firma Yongnuo dabei, die sehr preiswert sind, aber auch sehr robust. Das ist das YN602 Empfängermodul und das YN602 Sendermodul. Jetzt ist der Blitz entfesselt, aber Sie haben jetzt die volle Verantwortung. Diese Funkstrecke bedeutet jetzt nur noch Blitz. Also es wird bei diesen Modulen keinerlei TTL oder Belichtungsinformationen übertragen. Ist nicht schlimm, wir können ja auch unseren Blitz manuell einstellen. Der steht auch schon auf manuell und ich fange jetzt mal an auf 1/32 Blitzleistung. Warum gerade 1/32? Gut, irgendwo muss ich anfangen und ich weiß, dass ich relativ wenig Licht benötige, da ich sehr offenblendig fotografieren möchte. Also ich habe eine Linse 85 mm f1,8 und werde die fast offenblendig betreiben. Gut, was haben wir bisher? Wir haben einen entfesselten Blitz, der offensichtlich auch funktioniert, aber noch sehr klein ist. Der Lichtwinkel ist schon schön. Essen, Food freut sich immer über Gegenlicht oder Seitenlicht. Also so gefällt mir der Lichtwinkel schon gut. Aber die Lichtquelle ist noch zu klein. Wie können wir die Lichtquelle vergrößern? Zum Beispiel mit einem Blatt Kopierpapier. Immer gut dabei zu haben im Kamerarucksack. Falten, davor stellen. Jetzt ist dieses Blatt Papier die neue Lichtquelle. Das ist also ein kleiner Diffusor oder eine kleine Softbox. Was ich noch gebastelt habe, zweites Blatt Papier, gegenüberliegend als Aufhellreflektor. Jetzt stimmt die Lichtsituation schon, können auch gleich ein Bild machen, aber wir müssen noch die Kamera einstellen. Und hier, wie gesagt, 1,8 wäre die Offenblende. Ich gehe mal auf 2,2, dass die scharfen Bereiche auch wirklich knackscharf sind. ISO 200, dass der Blitz nicht so viel arbeiten muss und schneller nachlädt. Und ich gehe noch auf 1/40 Sekunde. Warum 1/40 Sekunde? Zeige ich Ihnen mal ohne Blitz.
Weil ich bei 1/40 Sekunde noch ein bisschen was von dem Hintergrund einfange, also noch ein bisschen was von dem Umgebungslicht einfange. Jetzt stecke ich mal den Blitzsender auf und mache das erste Bild. Das sieht schon ganz gut aus. Wir müssen noch ein bisschen den Reflektor besser positionieren. Sie sehen im Hintergrund, das ist kein Zufall, dass da viele Gläser und Kerzen stehen. Das sorgt für diesen schönen Bokeh-Effekt und für diese schönen Zerstreuungskreise. Jetzt können wir also ans Feintuning gehen. Und zwar würde ich einfach mal die Lichtwinkel etwas verändern, den Reflektor näher ranrücken und das Sushi ein bisschen näher zur Lichtquelle. So passt schon ganz gut, so könnte man es fast lassen. Hier ragt noch der Diffusor und der Reflektor ins Bild, hier würde ich quadratisch zuschneiden. Aber vorne im Vergleich zum anderen Bild haben wir jetzt schön aufgehellt und haben hier noch dieses, ja, sagen wir mal, so ein Kantenlicht. Gut, jetzt haben wir den nächsten Sushi-Teller, auch wunderbar dekoriert, Sie sehen es, sternförmig, Thunfisch und Krabben, wunderbar. Es ist nicht mehr dieser Lachskaviar und die Sushis sind ein bisschen flacher. Aber unser Licht müsste noch einigermaßen passen. Ich habe die Reflektoren ein kleines bisschen herangerückt, ein kleines bisschen angepasst und mache jetzt einfach mal wieder ein Foto. Sieht wunderbar aus. So kann man es fast schon lassen. Jetzt könnten Sie zum Beispiel auch mal wieder mit dem Weißabgleich spielen. Der steht im Moment auf Schatten. Ich mache jetzt mal auf Blitz. So wie man ja auch das vernünftigerweise einstellen könnte. Man erzeugt damit ein Bild, das nicht ganz so warm ist. Vielleicht passt es fast besser zu Sushi, kaltes Sushi. Geschmackssache. Und blenden Sie auch mal das Histogramm ein, um sicherzugehen, dass Sie nicht in den weißen Reisstellen Übersteuerungen haben. Gut, wir haben schon wieder einen neuen Sushi-Teller. Einer schöner als der andere. Und Sie sehen, die Farben sind ein bisschen anders. Und die Anordnung ist ein bisschen anders. Und um das auch aufzulockern, dass nicht jedes Bild das gleiche ist, habe ich sowohl den Diffusor und den Blitz als auch den Reflektor leicht verändert. Warum habe ich das gemacht? Um einen kleinen Unterschied im Lichtwinkel zu bekommen. Bin da ein bisschen näher rangegangen, ein bisschen vorgegangen, musste auch den Reflektor dann ein bisschen weiter vorne positionieren und habe auch den Hintergrund ein bisschen umgestellt. Zum Aufnahmewinkel ist zu sagen, dass ich den jetzt ein bisschen eher von oben wähle. Und ich zeige Ihnen mal als Negativbeispiel, warum. Lehne mich mal ganz zurück und wähle den eher ungünstig. Und zwar, so dass ich sehr viel Hintergrund drauf bekomme. Und der Hintergrund, der ist hier dunkel. Also trotz unserer Gläseransammlung ist er nicht so ganz so toll. Also würde ich da einen etwas steileren Winkel wählen. Und Sie werden gleich sehen, dass das Ergebnis wesentlich schöner ist. Man sieht mehr vom Sushi, man sieht viel weniger vom unschönen Hintergrund und das bisschen, was man noch sieht von dem dunklen Restaurant-Hintergrund, haben wir durch die Gläser und durch die Kerzen und durch das Sojaschälchen kaschiert. Sie sehen auch, dass der Schärfebereich, der Schärfentiefebereich, die Zone sehr klein ist. Ich bin im Moment auf 2,8 gegangen, immerhin, habe aber eine relativ lange Linse. Also habe eine Linse mit 85 mm, das ist so eine mittlere Telebrennweite. Und muss deswegen auch immer relativ weit weg von dem Teller. Sie sehen es, ich muss mich immer nach hinten lehnen, weil ich da eine große, minimale Objektdistanz habe, großen Abstand wählen muss, um überhaupt fokussieren zu können. Aber der Benefit ist natürlich, dass man also den Hintergrund wunderbar unscharf zeichnen kann, den Vordergrund unscharf zeichnen kann und somit das Motiv, man sagt auch, freistellen kann. Jetzt haben wir noch den letzten Sushi-Teller, besonders schöner Sushi-Teller, den uns auch der Chef gerichtet hat. Und Sie sehen, der ist länglicher. Es sind mehr Sushis und die sind länglich angeordnet. Ich habe es ein kleines bisschen umpositioniert, dass der Reflektor weiter vorne steht und das Hauptlicht weiter vorne steht. Es gibt aber noch was zu beachten. Sie haben schon bei den anderen Aufnahmen gesehen, dass der Schärfepunkt stimmen muss und dass der Schärfentiefebereich sehr klein ist. Das ist die Frage, wo setze ich denn meinen Schärfepunkt? Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht, wenn ich den in der Mitte setze und fokussiere auf das mittlere Sushi.
Und jetzt ist es aber so, dass der Mensch normalerweise schon gewohnt ist, den Vordergrund scharf zu haben. Also im Vergleich werden Sie sehen, wenn ich auf das vordere Sushi fokussiere, dass Ihnen das natürlicher erscheint. Und so sollte man auch bei Foodaufnahmen, wo man sehr gern mit geringer Schärfentiefe spielt, meines Erachtens die Schärfe in den Vordergrund legen oder den Vordergrund dann so scharf zeichnen, dass man wirklich nicht erkennen kann. Gut, jetzt haben Sie gesehen, wie man auch im Restaurant, wenn Sie essen gehen, wie man auch im Restaurant schöne Fotos mit geringstem Aufwand machen kann, in wenigen Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich möchte Ihnen noch auf den Weg mitgeben, diese Tricks und viele weitere Tricks finden Sie in dem Buch Kreative Blitzpraxis, vor kurzem erschienen im Galileo Verlag. Und Sie sehen, hier ist auch diese Anleitung für die Sushi-Fotos drin. Sie finden eine Leseprobe und eine Galerie auf der Galileo-Seite. Schauen Sie bei Interesse einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.